Also habt ihr es durch den Nebel geschafft? Euer Wille ist stärker, als ich gedacht hätte. Vampirabschaum. Er hat kaum Widerstand geleistet, bevor er auf die Knie fiel und um das bettelte, was er sein Leben nennt. Mit einer solchen Schwäche hatte ich nicht gerechnet. Wenn ihr so nett wärt, zur Seite zu treten, würde ich ihm jetzt gerne den Garaus machen. Nein, dieses erbärmliche Geschöpf ist kaum einen Streich meiner Klinge wert. Der, den ich hierher verfolgt habe, wird Fenir genannt. Ein weitaus imposanterer Gegner als diese Made. So viel kann ich euch versichern. Wir treffen ihn noch früh genug. Er und sein ganzer Zirkel werden sterben. Wie ihr wünscht. Seine Existenz wird so oder so in wenigen Augenblicken enden. Doch seid auf der Hut. Ein Vampir versucht immer, andere mit seinen Worten zu beeinflussen und zu täuschen. Hört nicht auf ihn, was immer er auch sagt. Ihr müsst Gnade zeigen. Der Dunkelelf will nicht hören, aber ihr, oder? Wir waren anders. Ich wollte das nicht. Wir sind unter uns geblieben. Wir haben den Lebenden nicht nachgestellt. Diese Bestien, die Reifzecken, haben sich mit dem Blut der Jäger vollgesaugt. Wir haben uns von ihnen genährt. Wir haben niemanden getötet. Es war ein Weg im Einklang mit der Natur, bis er kam. Der Verschleierte. Ein Altmeer, glaube ich. Wollte ein Bündnis. Versprach uns Macht. Sagte, wir bräuchten uns nicht mehr zu verstecken. Andere aus meinem Clan waren seiner Meinung. Er hat sie ein Ritual gelehrt, bei dem der Schädel eines uralten Vampirs zum Einsatz kommt. Meinte, dass sie damit unzählige Schergen erschaffen könnten. Der Schädel ruht hinten in dieser Höhle. Sein Fluch drängt den Nebel überall um uns herum. Zerstört den Schädel und die Magie wird mit ihm vergehen. Ich habe das alles nie gewollt. Verschont mich und ich ziehe die anderen auf meine Seite. Wir können euch noch nützlich sein. Ja, er war neben Atreidal und Latriel der lauteste unter den Befürwortern. Ich sah sie oft mit dem Verschleierten sprechen. Sie haben nie auf mich gehört. Ihr werdet an ihnen vorbei müssen, wenn ihr den Schädel erreichen wollt. Und jetzt lasst mich bitte gehen. Seid ihr mit eurer kleinen Plauderei fertig? Ich werde ihm jetzt seinen Kopf abschlagen und uns von seinem unerträglichen Gejammer befreien. Hatte ich euch denn nicht genau davor gewarnt, dass sich seine verderbten Worte in euren Gedanken festfressen würden? So etwas wie einen guten Vampir gibt es nicht. Nur Vampire, die noch nicht der Versuchung erlegen sind. Unsere Ziele hier sind die gleichen. Würdet ihr sie wegen dieses Abschaums hier einfach vergessen? Ich kann mich euch nicht widersetzen. Ich töte keine Lebenden, nur Tote. Ab mit euch, kleiner Wurm, aber nur eine kurze Atempause. Ich werde euch und die Euren finden. Oh, ich danke euch. Die anderen, die sich Fenir widersetzt haben, sind schon geflohen. Abschaum. Jetzt schnell zu Fenir. Meine Klinge verpasst nicht gerne eine Mahlzeit. Geht voran. Ich werde aus den Schatten heraus zuschlagen. Velord, führe meine Hand. Gerichtet.
Das gleiche Schicksal erwartet sie alle. Ihr sollt gereinigt sein! Das muss der größte Wohnbereich sein. Fenir muss in der Nähe sein. Endlich ist meine Beute in Reichweite. Ihr sollt gereinigt sein! Thank you.
Führe meine Hand. Netzweber sind passende Begleiter für die Vampire und ihren Zaubernebel. So, das erklärt, was wir gesehen haben, als wir sie getötet haben. Sie haben sich an den Schädel gebunden. Dunkle Magie fordert oft einen hohen Preis. Unsere Arbeit ist getan. Lasst uns nach Langhaven zurückkehren.